Hallo und herzlich willkommen bei Tech Bros. In diesem Video, wieder zur Verfügung gestellt von Gaminger, ein dickes Danke dafür, haben wir die Silikon-Case für den PS4-Controller. Hier sieht das Ganze natürlich noch unscheinbar aus, aber packen wir das Ganze mal aus. Ich habe es mir jetzt einfach mal in grün bestellt. Ich wollte es eigentlich in blau, aber blau war nicht mehr verfügbar, schon ausverkauft. Deswegen habe ich mir jetzt hier für die grüne Farbe entschieden. So schaut das Ganze aus. Warum habe ich mir das gekauft? Ich fand es ziemlich cool. Auf der PlayStation 3 damals hatte ich auch eine Silikon-Case und war ziemlich zufrieden damit, weil der Grip irgendwie ziemlich cool war und es war ziemlich angenehm, auch nach einer langen Spiele-Session jetzt zum Beispiel. Und ja, so schaut das Ganze aus. Ist in diesem krassen Grün gehalten, hier mit der Aussparung für die Reset-Taste und die ganzen Aussparungen, die ihr am Controller habt. Jetzt setzen wir den ganzen Controller mal in das Ganze ein. Das war schon damals auf der PlayStation 3 knifflig. Und dann probieren wir das Ganze mal hier mit der PS4. Das Ganze fertig, so sieht es aus. Es ist natürlich nicht jedem seins, das weiß ich, und es ist halt Geschmackssache. Es gibt es in jeder möglichen Farbe: blau, rot, gelb, pink, glaube ich auch noch, und für jeden was dabei auf jeden Fall. Alle Anschlüsse sind gut erreichbar, also hier Kopfhörerausgang als für euer Headset, und das Ladekabel hat auch seinen Platz. Die Knöpfe hier sind, muss man jetzt ein bisschen tiefer drücken. Es ist am Anfang ein blödes Gefühl, aber man gewöhnt sich eigentlich ziemlich schnell dran. Mir gefällt das Ganze sehr, weil man echt einen tollen Grip hat und es rutscht nichts. Und ich hatte schon auf meiner PS3, also ich werde das jetzt wirklich mal eine Zeit lang benutzen. Und ja, auch die Lautsprecher sind frei. Und ja, das soll es gewesen sein. Es kostet 5-6 Euro, also wirklich nicht die Welt. Für Leute, die es mal ausprobieren möchten, können sie es gerne machen. Wie gesagt, bei Gaming auf Amazon. Ich verlinke euch das Produkt nochmal in der Videobeschreibung. Und dann soll es das für jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.